Blei. Oh, Silbernuggets. Eigentlich absolut nutzlos, aber es ist gut, dass man sie hat. Warten wir mal kurz, dass Freeman wiederkommt. Ach, ich habe noch Dynamit und Thunfisch habe ich auch noch. Den kann ich eigentlich so verkaufen. Kann ich das damit? Ah, super. Minus 2 Stamina. Zwei davon. Zwei davon. Ach, Stamina kostet nicht weniger, aber es hält deutlich mehr aus. Halt. Rein da. So. Holzklappe. Gibt schon tolle Sachen. Jetzt warte ich nur noch, dass Freeman wiederkommt. Oh, das ist auch cool. 45%. Also die beiden Sachen müsste ich eigentlich bei mir leveln, weil das sind die, die ich am häufigsten verwende. Lucky Looter wird sich auch lohnen. Auf lange Sicht vor allem. Auch das hier. Also die Sachen lohnen sich eigentlich alle. Boah, das auf Maximum ist auch geil. Okay. Meine 96. Ja, das muss ich auch irgendwann mal machen. Ich warte aber jetzt drauf, dass Freeman kommt, weil ich weiß nämlich nicht, wo die Quest hinführt. Mann, was macht denn der so lange schon wieder? Der sollte sich angewöhnen, vor den Let's Plays aufs Klo zu gehen. Mache ich zwar meistens auch, aber manchmal kommt es halt doch vor, dass man dann trotzdem muss. Ah, mehr Schießpulver. Wenn er noch lange wartet, müssen wir die Quest im Dunkeln antreten. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Kann ich das auch abbauen? Interessant. Ganz logisch. Wenn ich da dran schlage, wird es größer. Typisches Verhalten von Schutthaufen. Freeman? Naja, was könnte ich denn noch machen? Oh. Oh, Vogelnest hat er natürlich schon wieder geplündert, der alte Raffzahn. Oh, ein Stein. Boah, was für Schätze sich hier überall verbergen. Das ist echt der Wahnsinn. Boah, Baumwolle. Damit machen wir uns jetzt einen schönen Tag. Einfach nur irgendwas machen. So bin ich nicht unproduktiv und wir kriegen ein bisschen Sand. Davon haben wir ja so wenig. Oh, das lohnt sich allerdings. Yay, Betonmischung. Und hinten ist noch mehr Betonmischung. Aktuell kann ich nur Freeman herstellen. Irgendwann werde ich das auch können. Wieder da. Ah, was gut. Willst du mir herstellen? Ich habe gesagt, aktuell kann nur Freeman Betonmischung herstellen. Irgendwann kann ich das auch. Definitives Level dafür. Ja, aber. So, okay, fahr los. Ja. Es wird nämlich bald dunkel. Das ist egal, umso spannender wird's. Oh. War's das schon?
Ich will noch was trinken. Tu das. Oh, fahr ruhig weiter. Oh, eine Schrotflinte. 6 Schuss. Level 3. Hundefutter und 42 Messing. Das war gar nicht mal schlecht. Du die ganzen Waffen zerlegen. Ich kann selber welche bauen. Mach ich auch. Ich freue mich immer, wenn da wenigstens was rauskommt. Das meiste ist zwar Mist, aber das hat so einen Belohnungseffekt. Selbst bei Project... Oh, Mist. Selbst bei Project Zomboid finde ich öfters mal was in den Leichen. Müsste so sein. Und wenn es nur ein paar Dollar sind, reicht ja. Das ja, die Leute haben ja eigentlich auch immer was dabei. Es macht auch Sinn. Manchmal haben die Leichen auch tatsächlich nur Stifte dabei. Die kannst du halt nicht verwenden, aber die haben wenigstens ihre Kleidung, ihre Schuhe. Haben sie immer an. Ach du meine Fresse. Mach schon mal. Ich komm gleich nach. Ich bin eh festgefahren gerade. Ja, ich auch. Auf so einem scheiß Stacheldraht vom Friedhof. Ja. Du auch? Oh nein, ich hab gerade einen Grabstein geschändet. Ich bin frei. Ich muss mich jetzt zweimal freihauen. Okay, fahr weiter. Blöder Friedhof. Irgendwann mal kommen wir und zerstören den einfach. Ja, in der postapokalyptischen Welt kann man machen, was man will. Und in den Särgen gibt's was. Echt? Ja. Wollen wir danach mal eine Schatzkarte angehen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Basisbau endlich an. Oder so, ja. Ja, ich dachte nur, wenn da die Chance ist, dass man extrem viel Muni erhält. Ja, die Chance gibt's, aber du kannst die übelste Pleiten haben. Ah, okay. Du bist ja eher der Profi. Oh, keine Beine. Ja, Profi bin ich auch nicht. Ja. Ich habe jetzt bei Project Zombie festgestellt, dass man Leichen auf den Kompost werfen kann. Okay. Ich weiß noch nicht, ob sie vergammeln. Mal schauen. Ansonsten baue ich mir haufenweise Kompost und schmeiß da die ganzen Leichen drauf. Bei The Forest kannst du die verbrennen. Ja, das weiß ich. Da kriegst du Knochen raus. Ja, auch mal eine Idee, The Forest. War bestimmt lustig. Na los. Bin auch auf den Stein gesprungen. Verdammter Stein. Kein normaler Mensch würde so mit seinem Motorrad durch die Gegend fahren, glaube ich. Oh, hallo. Ja, schön, Lady. Vielleicht repariert ist wie hier schon. Ja, und wenn du die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass du den Hals brichst. Ah, wir sind da. Ja, bei Project Zomboid rächt sich das, wenn du irgendwo dagegen fährst. Okay. Da kriegst du, erstens kriegst du Schaden. Und das eine Mal bin ich beinahe deswegen gestorben. Weil ich hab mir halt... Oh, ein Serral. Ich hatte halt einen richtig fetten Glassplitter und hab dann eine richtig fette Blutung gekriegt und ja... Das war nicht so lustig. Du kriegst halt Schramm und alles, wenn du irgendwo dagegen fährst, also musst du schon überlegen, was du machst. Es ist halt echt sehr realistisch. Du sollst ja eigentlich auch sein. Ja. Ja, es kommt immer drauf an. Also bei dem Spiel finde ich schon so okay, wie es ist, mit der Ausnahme, dass man so wenig Güter findet. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charme, aber das reizt mich ja an diesem einen Spiel so sehr. Es ist so mega realistisch. Du hast ja sogar eine, es werden sogar deine Kalorienverbrauch und alles berechnet und das wirkt sich zum Beispiel auf dein Gewicht aus. Du kannst Gewicht verlieren, du kannst übergewichtig und untergewichtig werden. Ich kämpfe aktuell dagegen, untergewichtig zu werden, weil ich meinen immer nur Bären essen lasse. Weil das Güter sind, die ich immer wieder kriege. Ich glaube, das ist durch der Raum. Danke, du hast mich eingesperrt. Ich war noch drin. Oh, Entschuldigung. Immer diese Zufälle. Oh mein Gott, die sind hier oben. Ich helfe dir. Ich bin oben. Ich bin sicher. Einigermaßen sind zwei oben. Ah, der eine ist. Der eine ist runtergefallen. Das ist okay. Der zweite ist runtergefallen. Du machst das. Ich nehme mal die Sniff Working Tools hier. Oh. Oh, ich habe einen zweiten Autokühler aus Messing. Ah, diese Wire Tools, braucht man die überhaupt? Also, um Strom zu verlegen, aber davon finde ich ständig welche. Oh. Und wir haben auch noch welche zu Hause. Kann die, glaube ich, auch selber bauen. Ja. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich zerlegen kann aktuell? Das hier zum Beispiel. Oh. Benzinfass ist ja einiges wert, glaube ich. Ah, so gut gemacht.
Wo ist noch einer? Sollst du clearen, oder? Ja. Wo ist er? Ich guck mal ein bisschen. Oh, ein Kleber. So ein blöder Geier auf dem Dach. Ja, es kann auch sein, ja. Da ist ein Geier. Ja, dann wird das der sein. Ich hol ihn weg. Warte. Der sitzt da so friedlich. Jetzt hat er ein Loch. Hast du es geschafft? Das war er nicht. Ah. Das war er. Ah, wahrscheinlich waren es beide. Oh, guck mal, ein Hund. Gib's ihm. Nee, das ist ein Reh. Mist, das ist ein Hund. Wo ist... Ah, es ist, glaube ich, abgehauen. Nee, warte mal, es steht da. Siehst du's? Jo. Schieß! Ich hier drauf. Egal, wir brauchen das Fleisch eigentlich gar nicht. Es macht einfach nur Spaß, Tiere zu töten. Machen wir zurück schnell? Oh ja. Vielleicht können wir noch die Quest abgeben, wenn wir Glück haben. Das schaffen wir auf keinen Fall mehr. Okay, dann gehen wir einfach Rüben rein. Oh. Ach nee, ich dachte, das sind diese Halbnackten. Ja, na klar. Kann man die eigentlich auch abreißen, die Sandsäcke hier? Da kriegt man Sand raus. Na gut, ja. Ist logisch, aber es ist nicht viel. Aber hier waren wir, glaube ich, schon mal. Das ist alles schon geblutet. Wir sind wahrscheinlich von der anderen Seite mal hier reingerannt. So, mach das mal. Wollen wir nach Hause gehen? Yep. Erstmal ausladen. Ja, ich bin nämlich auch ziemlich voll. Da fühlt doch gar nicht unser Haus hin, oder? Unser Haus ist in eine andere Richtung, das will ich aber nicht sagen. Irgendwann kriege ich das mit. Hey, ich habe unser Zuhause gefunden. Schön, dass unser Motorrad andersrum fahren kann, also. Ich habe das Reh gefunden. Ja? Aber ich brauche es eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich habe noch Fleisch im Inventar. Wir haben echt so viel Essen. Hab nie genug. Doch, eigentlich schon. Nein! Oh mein Gott, ich habe gerade einen Überschlag gemacht, so ein bisschen. Oh Mann. Mit Schraube. Bist du eigentlich? Hinter dir. Na gut. Ich glaube, man muss es so machen, dass man am Tag über die Mission macht und in der Nacht nach Hause fährt. Hey, und es war Nacht. Am nächsten Tag ist Blutmond, nur dass du es weißt. Ich habe nämlich das eine Mal mich verrechnet. Ja, ich habe das eine Mal mich verrechnet. Also bei Tag 45 habe ich ja gesagt, das ist ja Blödsinn. 35, ich bin da irgendwie von 35 ausgegangen. Naja, dann weißt du ja, wo wir nachher gleich hingehen. Ja klar, ich habe noch ein bisschen Dynamit. Das habe ich gekriegt von, ich glaube in der Mission habe ich das gekriegt. Okay. Oder ich habe es gefunden, ich weiß nicht mehr. Oder habe ich es gekauft, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir, ich habe massig Geld. Also ich nehme halt einfach viel, viel mehr Geld ein, als wir brauchen. Weil du hast halt nichts, was du bei den Typen kaufen kannst. Bei diesen weiblichen Typen. Müssen mal später den zweiten Händler untersuchen. Ja, ich wüsste gerne, wo der war. Ist auch blöd, dass man das auf der Karte nicht sieht. Dass nicht angezeigt wird, hey, da ist ein Händler. Wenn du ihn einmal gefunden hast. Ja, das wäre jetzt so einfach. Ja. Nee, jetzt ohne Scheiß, wäre wirklich zu einfach. Findest Glückwunsch, wenn ich Pech habe. Aber andererseits kannst du dir auch einfach eine Kartenmarkierung dahinsetzen. Ja, aber du musst ihn erst finden. Ja, aber wir hatten ihn ja gefunden. Aber da du erst selber eine Kartenmarkierung setzen kannst, wär's ja, hätten wir das nur machen müssen. Haben wir zwar nicht, aber rein, bin so aber rein sicher, von der Logik. Dass wir das wollten. Nee, das war Zufall. Wir haben irgendwas anderes gesucht und haben ihn zufällig gefunden. Haben wir nicht einen Basebot gesucht? Kann sein, ja. Da. Bin zu Hause. Juhu! Ich fahr mal ein Stück zur Seite, nicht, dass wir, falls ich dann schnell wegfahren muss, wieder mal. Ach so, ich kann ja gar nicht mehr überladen werden, das habe ich ganz vergessen.
Das haben wir frei. Na, ich hab's jetzt auch endlich voll. So, ich dachte, wir haben das beide voll. Ne, ich hatte es noch nicht. Ich habe das, glaube ich, irgendwann vor kurzem erst gelevelt. Okay. Es geht wieder das fröhliche Einräumen los. So ein automatisches Einräumsystem wäre nicht schlecht. Das finde ich bei Ark geil. Da hast du so ein Transfer-Tool. Da gibst du bloß ein, was du wohin haben willst, und dann geht das von ganz allein. Ja, das muss ich sagen, klingt echt gut. So. Echt eine Hilfe, wenn du später eine riesengroße Base hast. Ja, eben so. So, die Händlerkiste. Ich glaube, am Tag 46 kann ich dann endlich mal wieder was an den blöden Händler verkaufen. Oh, Silbernuggets. So, Autokühler aus Messing hast du gesagt, am besten einschmelzen. Yep. Hast du bei uns um... Aber schmilz erstmal nichts mehr ein. Mach das mal in die Kiste hier oben drüber, bitte. In welcher? Vor dem oben ist eine Kiste an der Decke. Oh. Typisches Verhalten bei Kisten. Ist ja nicht so, dass wir die schöne Weile haben. Ich hab das immer gleich eingeschmolzen. Ich hab die nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, gut. Das erklärt mir so einiges. Ja, ich hab halt Blei und sowas halt direkt reingeschmissen. Ja, das erklärt mir so einiges. Hast dich wohl immer gewundert, hey, wo kommt das Zeug? Ach, egal. Es ist da, was will ich mehr? Ja, 506 Schuss, normale Schuss haben wir jetzt. Munition. So. Oh, hier kann das Benzinfass rein. Ne, Benzin gehört ja gar nicht rein, wie ich feststelle. Bonbondöschen. Mechanical Parts. Oh ja, da haben wir auch ein paar. Reparaturkits haben wir auch ein paar. Leim. Kommt hier rein. Ich habe vergessen, wo das Benzin hinkommt, aber ist auch egal. Wo kommt Farbe? Wo lagern wir Farbe eigentlich? Über der Chemiestation, glaube ich. Ah, okay. Ja, nee, das sind Benzinfässer. Haben wir überhaupt ein Lager für Farbe schon? Dann habe ich mich getäuscht. Ja. Dann packe ich es halt zu den Sachen hier mit. Und Schwarzpulver sammeln wir übrigens an zwei Stellen, ist mir gerade so aufgefallen. Das ist egal. Ja, würde ich auch sagen. Die AK lagere ich jetzt mal mit meinen Waffen, weil die brauche ich gleich nicht. Den Eisenvorschlaghammer lagere ich auch mal hier. Ah, ich glaube, ich kann dann demnächst in der Nacht wieder ernten. Ah, ja, fast alles mitgekriegt. Das lassen wir mal drin. Die können da mal drin bleiben. Einmal Federn lasse ich drin. So muss das sein, dass du halt nicht alle 5 Minuten in der Nacht belästigt wirst. Ja. Na, wir werden ja bisher noch nicht behelligt und das finde ich halt echt gut. Weil das nervt halt, wenn du wirklich alle 5 Minuten damit rechnen musst, dass du angegriffen wirst. Hat mich jetzt nicht so gestört. Ja, mich hat es schon genervt. Ne, Moment, das ist ein Getränk, das gehört ja nicht rein. Schneebärensaft. Spiritus gehört runter. Ach, wir haben haufenweise Sachen mittlerweile. Herausforderungen und lauter solche Schätze und Schatzkarten. Ach, das ist egal. Kümmern wir uns irgendwann mal drum. Wenn wir die Basis einigermaßen haben, können wir das vertiefen, das Thema, denke ich.
So, deswegen würde ich die Basis ja auch gerne bauen. Old Cache. Du schmeißt. Kann sein, dass du hier alles einfach reinschmeißt in diese Truhe? Reingeschmissen. Ich will mich ja nicht loben, aber ich sortiere eigentlich immer. Oh. Kohlepulver. Da ist gar nichts drin. Da ist nur Benzin drin. Spiritus. Sand gehört hier rein. Die Ambrosbolzen sollte ich eigentlich ein bisschen behalten, aber egal. Nehmen wir wieder Molotow-Cocktails beim nächsten Blutmond. Ja, können wir nehmen. Gott, haben wir viel Papier hier drin. Geht denn? Oh. So, Stahlpfeil. Nee. Ich könnte meinen Bruder fragen, ob er Lust hat, hier mitzuspielen. Der Ich kann dann hier die denke ganze Zeit im Haus bleiben und muss dann die ganze Zeit alle Kisten sortieren. Putz. Ach so. Ja, so in etwa. Er würde Der sich freuen. hat schon wegen dem Server gefragt. Ich habe gesagt, meinetwegen, der Server ist mehr oder weniger frei. Ach so, ja. Er hat auch mich ein paar Mal gefragt, ob er mitspielen darf. Auf dem Server kann er sich ruhig austoben. Ja, aber. Nicht, dass ich ihn nicht mag, aber. Das sollte eigentlich hier, halt mir das gehört nicht rein. Das hier sollte eigentlich wirklich so ein Ding zwischen uns sein, diese Aufnahmen. Ja, auf dem Server können wir ja so mal ab und zu mit dem spielen. Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn er mal mitspielt. Metall, wo ist Metall und Scrap Polymers? Irgendwo unten wahrscheinlich. Scrap Polymers, Metall war wahrscheinlich irgendwo hier. Das sind Steine. Das ist Holz. Das ist ein Militärhandschuh, keine Ahnung warum. Das war ich. Den zerlege ich jetzt. Der war eh kaputt, den kauft der Händler nicht. Aber wie gesagt, das war ich. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Was baust du denn hier gerade? Ah. Lass ich mal. Haben wir was für Eisenbruchstücke irgendwo? Ah? Daneben oder über Ach, der da Bordstein drüber ist auch noch weiß eine ich. Kiste. Oh Genau. Gott, hier ist alles voll mit Kisten. Deswegen bauen wir ja jetzt neu. Ja, wir bräuchten eigentlich so ein geregeltes Ordnungssystem. Ich will da rein. Ach, egal. Und hier rein. So, das kann schon mal alles ins Motorrad. Obwohl, warte mal, den kann ich eigentlich schon mitnehmen. Maschinenpistole. Rennt was draußen rum. Ich gehe gleich. Hörst du das? Nö. Guck dir mal ein Headset, da hörst du viel besser. Ich hab ein Headset. Oh, jetzt höre ich's. Ja, also die habe ich laufen hören. Ich hab's vielleicht zu leise eingestellt gerade. Etwas kaputt gemacht. Das war schon so. Die war fleißig. Soll ich erstmal auf dem Feld arbeiten? Brauchst du jetzt nicht unbedingt? Was willst du machen? Ich will bloß, dann hole ich wenigstens den Hopfen erstmal. Gut. Hopfen ist wichtig. Erdbohrer brauche ich noch. Oh ja, wollen wir noch ein bisschen noch. Fünfmal Hopfensatz, super. Es geht langsam vorwärts. Die Bierproduktion kann bald beginnen, Freeman. Ich kann es kaum erwarten, wenn das alles für den Arsch ist.
weil auf Alpha 18 geändert wird. Wie lange dauert genau der? Genau, die nun kommen soll, weiß ich nicht. Ich habe letztens nur wieder eine Vorschau gesehen. Aber es soll einen neuen Zombie geben. Und neue Tiere. So einen infizierten Gigant, der so groß ist wie ein Haus, wie ein Sea Billions? Nö, so ein Militärzombie, der irgendwie eine Granate oder irgend sowas Toxisches an dich hat. Ah, und was machen wir jetzt? Ist dran? Okay. Wie lange braucht der Erdbohrer? Jupp, aber nur zum Gelände ebnen. Wo? Fängst du schon an, oder? Will noch nicht. Also ich will dann anfangen, ja. Fahren wir doch gleich hin. Ja, ich will erstmal gleich alles mitnehmen hier. Dann sammle ich so lange auf dem Feld weiter. Das braucht. Aloe wenigstens. Oder nee, Baumwolle erstmal. Kann ich wenigstens ein bisschen was bauen in der Zwischenzeit, während wir zum Händler fahren. Und wenn wir beim Händler waren, kann man die nächste Quest nehmen und dann könnte man... Nee, eigentlich kann man direkt anfangen mit bauen, wenn wir das alles verkauft haben. Ach, zumindest doch, hab ich noch eine gewisse Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen dann noch das Haus wieder hoch. Das heißt, wir dürfen nicht wieder auf den letzten Drücker hochgehen, weil sonst haben wir ein Problem. 2 Stunden vorher fahren wir dahin. Oh ja, klar. Ich erinnere mich dran, dass ich einen Raketenwerfer mitnehme diesmal. Nimm Raketenwerfer mit. Wenn wir dann losfahren. Nimm Raketenwerfer mit. Haben wir wirklich nicht mehr. Wow, die Nacht ist schon fast rum. Haben die irgendwie ein Mikro-Update eingeführt? Weil das war ja eine Zeit lang echt übel mit den Angriffen. Wir wurden in der Nacht manchmal 4-5 Mal behelligt. Dass ich wüsste. Oh, ich bin voll. Ah, ich weiß schon, das wird wieder lustig, wenn ich dann anfangen muss, meine Farm aufzubauen. Obwohl, auf dem Server ist es wahrscheinlich leichter. Auf so einen Gebietsschutzblock, kann da jemand hinkommen und unser Zeug klauen? Eigentlich nicht. Okay. Der kann auch nicht einfach irgendwelche Kisten öffnen, oder? Eigentlich nicht. Okay. Ich frag nur, weil das wäre echt scheiße, wenn du ausgelockt bist, kommst wieder alles weg. Du musst nur damit rechnen, dass sie dich erschießen und dein Zeug klauen wahrscheinlich. Ja, nicht so, dass ich zur Not den Server anhalten kann. Echt? Ja. Kann ihn doch jederzeit ausmachen. Oh, ja, das stimmt. Ah, die guten Heidelbeeren. Ein Glück habe ich die gesammelt. So kann ich uns immer Heidelbeerkuchen machen. Übrigens, wenn du noch Hunger hast, da ist noch Hobo-Stew oben drauf. Oh, das ist gut. Nee, was so. Ja, doch, Hobo-Stew war's. Bin ich fast nichts mehr. Oh ja, da komme ich eine Weile mit hin. Ja, ich habe jetzt 46 Mal Kartoffeln mit. Da kommt eine Wanderhorde. Ich helfe dir. Oh. So. Gib's ihm. Ich habe die Erde getroffen. Okay. Ich verteidige das vor. Okay. Gott, sind die beschränkt. Die sind auszublöten, einmal Wasser umzukippen, glaube ich. Die tot? Ja. Ja, hab ich's gegeben. Ich sag mal weiter, Aloe. Wohin rennen sie mal wieder ins Bike rein? Wir könnten sowieso darüber legen, wenn wir dann... Dass wir dann, wie soll ich sagen... Wirklich großflächig mal das Gebiet mit Spikes umgeben. Solange sie eigentlich sehen, laufen sie da ja blind rein. Ja? Das willst du die Zombies an der Base erschlagen können oder nur erschießen? Es ist eigentlich so, ich würde gern drin arbeiten können, ohne dass ich ständig raus muss, um zu schießen oder zu kämpfen.
Also das heißt, ich hätte nichts dagegen, wenn wir da wirklich einen Graben rundherum bauen, in den die Zombies einfach reinfallen und dann in Spikes stürzen. Muss ja nicht tief sein. Einfach nur, dass wir drinnen nicht ständig nach draußen gehen müssen, weil irgendwas an unseren Sachen rumnagt. Und wenn die uns nicht sehen, weil wir drinnen sind, gehen sie ja blindlings in die Dinger rein. Na gut. Ich glaube, wir müssen wirklich nicht bis auf den Bedrock runtergraben, wie es erstmal die Idee war. Wir bauen eh erstmal oberirdisch die Gegend. Ja. Dann schauen wir mal. So, kann losgehen. Okay. Willst du jetzt mit der Base anfangen oder erst zum Händler? Aber wir bauen ja eh beim Händler. In der Nähe, ja. Hast du alles? Ich denke schon. Was ist mein Part in der Geschichte? Mitbauen? Ah ja, okay. Beziehungsweise du machst Transportesel. Das ist aber sehr nett von dir. Ich habe für jeden eine Aufgabe. Da brauchen wir aber, sollten wir da gleich einen Gebietsschutzblock setzen? Ja, den kannst du aber aus Stein bauen, glaube ich. Ah. Oder wir verstecken ihn in der Wand. Ich glaube, ich habe den Händler gerade gefunden. Ah ne, das ist ja der. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der, mit dem wir die ganze Zeit sind. Gut, hast du das gemacht, Freeman. Ich bin stolz auf dich. Ich habe einen Händler gefunden. Warte, den markiere ich mir gleich mal. Mit im Alter von 5 Jahren habe ich ein Objekt am Himmel entdeckt, was sich später als Mond herausstellte. Aber ich habe es entdeckt. Wo fahren wir hin? Na, hier irgendwo so. Ja, dann lass uns doch anfangen, nicht so weit vom Händler weg. Wir sind ja eh in der Nähe von mehreren Biomen, glaube ich. Dann bauen wir hier. Genau. Einverstanden. Okay. Ich planiere. Genau. Was war das? Freeman? Ja? Was hast du gerade gemacht? Was du den Baum gefällt. Ach, das war dieses laute Geräusch? Ja. Ah, ich habe einen Erdbohrer dabei. Das, Gut. So. Gut, in der Zwischenzeit mache ich mal Aloe-Creme und Stofffetzen. Boah, die Aloe-Creme braucht echt lange. Ja. Oh, hallo Zombie. Ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, hier ist noch jemand. Ich sehe ihn ja nicht mal.